Oh yeah, Elektroschrott. Ich liebe es, wenn ausnahmsweise mal ein Plan funktioniert. Oh, oh, funktionierende Pläne sind die besten Pläne. Und ich glaube, dieser hier mit dem Uhrenwecker, na, der nähert sich. Aber ihr werdet sehen. Damit ihr diesen Aufbau hier so richtig zu schätzen wisst, muss ich vielleicht noch eine Kleinigkeit darüber erzählen, warum ich überhaupt einen Uhrenwecker baue. Mein Problem ist nämlich das, ich schlafe gerne richtig dunkel. Und ich habe auch schon einen richtig tollen Funkwecker, nur das doofe Ding hat als Display ein LCD und das LCD hat eine Hintergrundbeleuchtung, die mein gesamtes Schlafzimmer zur Disco macht. Ich hasse das. Um dieses Problem zu umgehen, habe ich mir gedacht, ich baue mir selber einen Wecker und zwar einen, der eigentlich immer komplett dunkel ist, außer wenn ich will, dass er mir anzeigt, wie spät es ist. Und dieses Wollen, das kann man eigentlich am besten ausdrücken, indem man mal kurz mit der Hand drüber fuchtelt oder so. Und genau an dem Punkt habe ich meine Uhrenschaltung jetzt schon mal gebracht, wie man sieht. Wenn ich drüber gehe, fällt die Uhrzeit schön brav ein, bleibt einen kurzen Moment stehen und dann ist sie wieder weg. Ja, im Grunde genommen eine total billige Sache. Gemacht ist es folgendermaßen. Dieser kleine Kollege hier ist ein Infrarotsensor. Und der ist ein klassischer Bewegungsmelder, genau wie man auch für irgendwelche Lichtschaltung oder solche Sachen hat. Und den habe ich ein bisschen gemoddet, um das mal zu zeigen. Im Originalzustand sehen die Teile so aus. Da hat man hier so eine blöde Pinreihe dran. Die habe ich ersetzt durch einen PSK-Stecker, damit ich da hinterher einen verpolungsfreien Steckeranschluss dran kriegen kann. Und die zweite Sache ist, bei den originalen Teilen, so wie sie ursprünglich waren. Hoppala, jetzt fallen sie mir hier alle runter. Ist hier so eine kleine Jumperleiste. Da müsst ihr mal im Datenblatt, das verlinke ich hier, gucken, was das genau bedeutet. Hintergrund ist, man kann damit umstellen, ob wenn das Teil gerade an ist und man dann Bewegung hat, ob die Bewegung dafür sorgen soll, dass er dann einfach längere Zeit anbleibt oder ob er einfach nur nach seiner Abkühlzeit, sage ich mal, wieder eine steigende Flanke auslöst. Das jetzt hier zu erklären, würde ein bisschen zu weit gehen. Müsst ihr an einem Datenblatt gucken, wie es geht. Ansonsten sind die Teile ziemlich cool. Ich glaube, ich habe da bei eBay irgendwie 1,20 Euro oder so pro Stück dafür bezahlt. Man kann hier einstellen, wie lange, wenn sie auslösen, der Ausgang auf High bleibt. Man kann einstellen, wie empfindlich sie sein sollen. Dann eben diese Geschichte da. Das ist eigentlich wirklich schnuffig. Drunter sitzt hier so ein kleiner Infrarotsensor. Also kann ich sehr empfehlen. Und letztendlich bin ich jetzt damit an dem Punkt, wo eigentlich das Letzte, was ich an meinem Wecker noch machen muss, nur noch das Wecksignal ist. Das sollte nicht weiter schwer sein. Die entsprechenden Piezo-Tröten habe ich schon gekauft. Und wenn das alles beieinand ist, dann bastle ich mein CPU-Board zusammen, wo also momentan noch das Breadboard ist. Und letzter Schritt ist dann Gehäusebau. Das wird zwar nochmal richtig lustig für so einen ungeschickten Typen wie mich, aber muss halt sein. Ja, wenn ich was Neues habe, werde ich es euch zeigen. Bis dahin, fade in. Und fade out.